Michael, wie viel Content kann ich eigentlich for free rausgeben? Kaufen Leute überhaupt noch bei uns, wenn wir all unser Wissen einfach so kostenlos rausgeben? Du wirst jetzt sehen, warum es für dich absolut auf deine Ziele, auch auf deine Verkaufsziele einzahlt, wenn du maximal viel guten, exzellenten Fachcontent, euer bestes Wissen kostenlos rausgibst. Let's go! Herzlich willkommen! Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Michael Assauer und hier auf diesem Kanal, da gibt es Inhalte rund um exzellentes B2B-Marketing, das das Ziel hat, eure Verkaufspipeline mit guten Verkaufsgelegenheiten zu füllen. Okay, zum Start mal ein kleines bisschen Mindset rund um das Thema Content kostenlos rausgeben. Stell dir mal vor, du gehst durch die Fußgängerzone und dann hat da gerade ein neues Restaurant eröffnet und die verteilen dann so Häppchen auf der Straße an alle, die da so vorbeilaufen, damit sie eben neues Publikum zu sich reinziehen ins Restaurant. Ja, also so eine Art Gruß aus der Küche oder halt so eine Promo-Aktion mit Probeessen. Ja, und jetzt stell dir mal vor, dieser Gruß aus der Küche, diese Probehäppchen, die sie verteilen, die wären nicht ihre volle Kunst, ihre volle Kochkunst umfassend. Es wären nur Dinge, die so halb gut schmecken oder wo irgendwie die wichtigsten Zutaten fehlen. Wie würde dir das Ganze schmecken? Was würdest du über dieses Restaurant denken? Würdest du da reingehen? Ja oder nein? Und noch viel wichtiger, würdest du anderen von diesem Restaurant erzählen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist natürlich, mit den Inhalten, mit dem Content, den wir for free rausgeben, auch schon den Leuten etwas zu geben, wo sie denken, wow, das ist krass, das ist gut, das schmeckt mir, das hat mir schon wirklich gut weitergeholfen. Das hat vielleicht schon ein Stück meines Problems, meines Engpasses, meines Zieles für mich gelöst, mich erreichen lassen. Ja? Ganz, ganz, ganz wichtig. Und hier kommt eben dieser Serve-First-Gedanke ins Spiel. Ja? Erst einmal dienen, erst einmal etwas geben, um dann später zum Beispiel bei der Implementierung zu helfen. Also, ne? Give away information, sell the implementation. Hier auch ein ganz wichtiges Mindset. Und das führt ja dazu, dass ihr erstmal dafür sorgt, dass Menschen sich mit euch beschäftigen, dass Vertrauen aufgebaut wird, dass eine gewisse Beziehung aufgebaut wird und dann natürlich auch, dass Nachfrage aufgebaut wird. Also es wird in einer Industrie, in einer Zielgruppe, in einer Branche, in deiner Zielgruppe, werden immer diejenigen als die besten Experten oder diejenigen wahrgenommen, die ein Problem am besten für die Zielgruppe lösen können, die auch dazu den relevantesten Content, die relevantesten und besten und exzellentesten Inhalte rausgeben. Es gibt eine sehr spannende Psychologie, die wir Menschen so in uns tragen, die besagt, dass wir eine Kompetenzvermutung den Menschen gegenüber aufbauen, die das Problem, das wir selbst haben, den Engpass, den wir selbst haben, am besten beschreiben können. Ja? Also wer einen Engpass, ein Problem, das wir haben, am besten oder sogar besser als wir selbst beschreiben können, von denen denken wir auch automatisch, dass sie es auch gut für uns lösen können. Und wenn wir dann sogar noch ein erstes Stück für die Lösung oder Information, wie wir es lösen würden, hinzugeben, dann ist ja eigentlich klar, dass wenn wir uns dann nach einem Anbieter umsehen, der das Ganze für uns lösen soll, dass wir dann natürlich auch als erstes zu dieser Person oder zu diesem Anbieter hingehen. Und ich möchte euch das hier auch nochmal gerne etwas herleiten in einem ganz schönen Modell. Also, wenn wir hier auf dieser Achse uns sozusagen Sichtbarkeit und Reichweite in unserer Zielgruppe einmal ansehen, ja? Denkt dran, jeder Verkauf, jeden Kunden, den wir gewinnen, jede Verkaufsgelegenheit, die wir aus dem Marketing Richtung Sales geben, hat immer begonnen mit Sichtbarkeit und Reichweite in der Zielgruppe. Immer. Immer, immer, immer. Das heißt, ein wichtiges Ziel ist es natürlich hier für uns, Reichweite, Sichtbarkeit in der Zielgruppe zu erlangen bei möglichst vielen Mitgliedern unserer Zielgruppe und dann natürlich auch Vertrauen und Beziehung und Nachfrage bei ihnen aufzubauen. Hier auf dieser Achse gucken wir uns einmal die Content-Pieces, Content-Veröffentlichungen an. Ja? Einfach die Anzahl der Content-Veröffentlichungen, der Inhalte, die wir publizieren. Ja? Hier hätten wir sozusagen zum Beispiel Inhalt, Veröffentlichung Nummer 1, Content Piece Nummer 2, 3, 4, 5. Ja? Das sind alles einzelne Content Pieces,
die wir so veröffentlichen im Zeitverlauf. Und jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn dieser Content, den wir hier im Zeitverlauf veröffentlichen, immer nur ja, mittelgut ist, immer nur vielleicht irgendeine Lösung anteasert oder immer nur reiner Werbekontent ist oder noch schlimmer, gar keine nützlichen Inhalte enthält. Dann wird natürlich Folgendes passieren, wenn uns hier an der Stelle vielleicht irgendwie noch diese Anzahl an Personen aus unserer Zielgruppe zuhören, unsere Inhalte konsumieren etc., dann werden es beim nächsten Mal schon weniger sein. Beim nächsten Mal noch weniger, beim nächsten Mal noch weniger. Und so nimmt dann unsere Reichweite langsam aber sicher ab. Jetzt, im Gegenteil dazu, stell dir vor, der Content, den wir raushauen, der ist einfach immer so, dass er die Erwartungen übertrifft, dass er so gut ist, dass er so exzellent ist, dass die Leute nicht nur von dem begeistert sind, was wir ihnen beim ersten Mal geben, kostenlos, an Lösung für ihr Problem, sodass sie das natürlich beim nächsten Mal auch wieder konsumieren werden und beim nächsten Mal auch wieder konsumieren werden. Nein, es wird sogar dazu führen, dass diese Personen auch anderen aus der Zielgruppe davon erzählen, uns weiterempfehlen und deshalb ein Verzinsungseffekt reinkommt. Das heißt, unsere Reichweite wird nicht nur auf dem Level der Personen bleiben, die wir ohnehin schon erreichen, weil sie all unsere Content-Pieces auch mit der Zeit immer wieder konsumieren, sondern durch die Weiterempfehlung, dadurch, dass sie anderen in der Zielgruppe davon erzählen, wird unsere Reichweite mit der Zeit ansteigen und kann hier hinten sogar exponentiell werden. Und das ist der riesengroße Hebel, den wir eben haben, wenn wir dem Serve-First-Gedanken folgen, unseren besten Content, unsere besten Inhalte for free rausgeben und damit unsere Zielgruppe für uns begeistern. Und vielleicht auch nochmal ein kleiner Insight hier von uns, von Xhauer, den ich dazu teilen kann. Ich gebe in meinen Content Pieces, die ich hier für euch veröffentliche, in meinen Podcast-Folgen, in meinen YouTube-Videos, in meinen Blog-Artikeln, in irgendwelchen PDFs, die wir veröffentlichen, in unseren Werbeanzeigen, in unseren E-Mail-Strecken, in unseren Webinaren, gebe ich immer meinen besten Content, mein bestes Wissen für euch raus, publiziere sogar regelmäßig noch Vorlagen und Schablonen und Bausteine dazu, die ihr für euch anwenden könnt. Allerdings wird es mir niemals möglich sein, mein volles Wissen für euch in solch einer Form zu veröffentlichen, wie es unsere Kunden von uns bekommen. Weil unsere Kunden bekommen es ja in einer Form, wo wir sie ja wirklich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt über Monate begleiten, um all diese Bausteine wie ein Schweizer Uhrwerk für sich aufzubauen, zu testen, zu iterieren, zu optimieren, sodass beispielsweise ihr Marketing-Funnel sich mit der Zeit dann so aufbaut, dass er profitabel ist, dass er die Verkaufspipeline gut füllt. Das heißt, es wird niemals möglich sein, dass jetzt jemand einfach hingeht und all meinen Content sich schnappt und daraus dieselbe Qualität an Ergebnis bekommen wird, wie das, was ich unseren Kunden bieten kann. Ja? Das ist einfach inhärent so drin. Wenn ich das könnte, würde ich das wahrscheinlich sogar machen, aber es ist einfach technisch, inhaltlich nicht möglich. Das heißt, ich picke mir ja immer einzelne Parts raus, die ich dann hier sehr detailliert und sehr offen mit euch teile, aber es wird am Ende niemals die Qualität haben, wie jemand, der dann direkt jeden Tag mit uns und mit mir zusammenarbeitet. Ne? Das ist auch natürlich nochmal einfach wichtig zum Verstehen. Also, ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen dafür begeistern, noch mehr eures Contents, eurer Inhalte mit eurer Zielgruppe zu teilen. Es wird sich für euch auszahlen, es wird sich verzinsen, es wird exponentiell für Vertrauen, Sichtbarkeit, Reichweite, Nachfrage sorgen. Und ansonsten, ja, ne, nächste Woche kommt hier die nächste Folge raus. Klick gern mal auf Abonnieren, schreib gern auch mal deine Gedanken drunter. Ich bin mal gespannt, von dir dazu zu hören, was du dazu sagst. Schau dich auch hier in den anderen Folgen im Kanal um. Da sind dann auch immer ja sehr schöne Bausteine und Schablonen mit dabei zum direkt Anwenden. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Michael Assauer.